Leute, was geht ab, Leute? Hier? Ein busy Montagmorgen. Ich fahre jetzt zu meinem ersten X-Ray. Bin schon seit 6 wach, hatte Frühschicht und jetzt erstmal den ganzen Tag eigentlich raiden. Ich hatte noch nie so viele X-Rays an einem Tag, aber hat sich einfach so irgendwie ergeben und ja, schauen wir mal. Ich befürchte, große Leiden wird bestimmt anstrengend, aber vielleicht wird es sich lohnen und wir kriegen unser erstes Shiny. Euch viel Glück, viel Erfolg bei eurem X-Ray. Schreibt uns in die Tage, wie es so lief. Habt ihr da mitgemacht? Habt ihr eine Einladung? Und habt ihr einen Shiny bekommen? Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke in den Bus. Schnell auch noch einen Glückstausch unterbringen. Mein geliebtes Zubat muss weg, aber der Kollege kann es eher gebrauchen. Ihm fehlt halt echt nicht mehr viel für seine Sammlung. Ich denke, Zubat kommt irgendwann mehr. Wir nehmen natürlich was, was wir noch nicht haben dafür. Immerhin. Nee. Muss nicht sein. Nee, passt schon. Für den Deckseintrag meint er den Schatten, aber ich meine, irgendwann muss ich mir ja eh einen Zubat ertauschen. Ein Shiny-Zubat, dementsprechend ist eigentlich egal, ob ich den jetzt entwickle oder das Shiny-Glücks-Zubat demnächst. Also, falls ihr einen Zubat überhaupt, meldet euch. Und oh, ein 96er. Bin zufrieden. Und jetzt X-Raid Nummer 1. So, wir müssen direkt Tap and Go machen. Erster Raid. Überraschend viele Leute wieder am Start. Ah. Heute wird echt leidend. Zu busy. Aber hoffentlich werden wir dafür belohnt. Jetzt erstmal zum Ostbahnhof, glaube ich. Ich muss mal überlegen, wie ich am besten fahre. Ist auf jeden Fall grün. Ich kämpfe mit meinem neuen Team. Das habe ich gestern bei Max on Monday gemaxt. Checkt das Video ab. Ein neues Giratina und ein Dachkerl. Die kommen heute nützlich. Perfekt, da kommt der Bus. Was für ein Timing, Leute. Was für ein Timing. Schauen wir mal hier hinten. So, kurze Verschnaufspause. Hab mir schnell was zu essen geholt, war kurz pinkeln. Und jetzt haben wir einen 10er, bevor der zweite Raid anfängt. Flunkiefer. 100er würde ich nehmen. 900 ist es leider nicht, der ist sogar recht schlecht. Ja. Hm. 24 Minuten haben wir noch Zeit. So, Nummer 2. Nee, nee. Ich habe gesagt Nummer 2. Also mein zweiter heute. Noch habe ich keinen. Ja, und immer noch keinen. Auf geht's zum dritten. So Leute, beim dritten X-Raid angekommen. Alles ganz easy momentan noch. Die letzten drei, die werden erst leiden. Oh mein Gott. Jetzt erstmal gechillt. Mit der Tram dann hochfahren. Zum Pumuckl-Brunnen am Scheibplatz, Luitpold Park. Dann 2 Stunden Zeit. Da haben wir erst um 15 Uhr wieder eine. 15:30 und 16:30 dann. Aber der um 15:30 ist ein bisschen außerhalb, das bei der alten Arbeit, das ist der schwierige. Okay, Raid Nummer 3 fängt an. Wir gehen schon mal langsam zur Tram. Falls sie dann kommt, können wir direkt wieder einsteigen. Bisher war das Timing der öffentlichen Verkehrsmittel immer sehr gut. Nur die Ausbeute war bisher nicht so gut. Oh, fast ausgelutscht. Heute nicht so tolles Wetter. Schauen wir doch mal. Heute aber auch schon 2 Glücksfreunde bekommen, also eigentlich ist der Tag ziemlich gut. Ich hab vergessen, mein neues Team auszuwählen. Wozu habe ich die gemaxt?
Schreibplatz 3 Minuten. Ah, perfekt. Die nehmen wir. Können wir sogar in Ruhe fangen hier. So, schauen wir doch mal. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich will. Es muss eigentlich kein 100er sein. Es muss eigentlich auch kein Shiny sein, um ehrlich zu sein. Ist es auch nicht. Trotzdem ein wenig schade. Ich habe wieder vergessen, mein Team zu wechseln. Obwohl ich diesmal Zeit hatte. Schlechte Angewohnheit. Von den schnellen Tap and Go Touren. So, Raid Nummer 4, schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, wie viel gesamt seitdem er wieder da ist. Mittelmäßig. Levelaufstieg immer nice. Und immer noch nicht. Der will nicht kommen. So, vierter Raid. Leider immer noch nichts Gutes. Okay, was heißt nicht Gutes? Ich habe eh schon genug Gute. Aber noch kein Shiny. Mit Spukball. Und ja, relativ weniger. Also bisher am wenigsten. Ja, und an dieser Stelle möchte ich die Zeit nehmen und mich bei allen bedanken, die mir heute geholfen haben. Eine klasse Community, die mir die Einladung geschickt haben. Es sind heute 7. Seht ihr ja eh schon am Titel. Es wären 9 möglich gewesen. Zu krass, die letzten 2, die waren leider schon weg, leider zu begehrt. 17.30 Uhr und 18 Uhr offensichtlich, nach der Arbeit. Trotzdem danke und Grüße gehen raus an Nico und Jared. Danke für die Rückmeldung und sorry für die Belästigung. Und Grüße gehen raus an Julian für die erste X-Rate-Einladung. Murat natürlich, der versorgt mich eigentlich jede Woche. Grüße gehen raus an Orgika und Chris, hier vom Lulpot Park. Die haben eigentlich immer eine Einladung für mich über hier im Lulpot Park. Und jetzt dann auch noch an Jonas und Janine, die später auf mich warten. Und Silvia von Unterföhring, die ladet mich auch noch ein, also lädt mich ein. Also vielen Dank an alle. Ohne euch wäre das hier heute nicht möglich gewesen. Wittelsbacher Brunnen. Beliebteste Arena hier in München. Es geht ab, Alter. Das ist Lobby Nummer 2 oder 3 mit 20 Leuten. Ich wollte rein, schon direkt voll, erste Lobby, ich bin in die zweite gekommen. Die ist voll. Und noch andere Lobbys, also Wittelsbacher Brunnen in München, zu krass. Ich muss mich jetzt beeilen. Eigentlich muss ich mich nicht beeilen, weil die starten nicht um genau 15.30 Uhr, sondern um 16, kurz vor 16 Uhr. Also eigentlich habe ich Zeit, was gut ist. Problem ist, ich habe danach noch einen. Und je später ich den jetzt mache, desto knapper wird es dann beim letzten. 57, der beste für heute. Aber nicht shiny. Oh Mann. Zum 6. Alter. Zu heftig. 6 und dann 7, dann war's das für heute. So, angekommen. Unter Vögeln. Da, wo ich früher gearbeitet habe. Oder an sich immer noch, aber ich mache ja nur noch Homeoffice. Sprich, ich muss eigentlich nicht mal hier vor Ort sein. Der X-Rate ist sogar in einer neuen X-Rate Arena. Ihr wisst, seit kurzem oder vor kurzem wurde das geändert und ein paar neue Arenen sind zu X-Rate Arenen geworden. Nummer 6, Leute. Zum Glück haben die eine zweite Runde gemacht, die später angefangen hat. Ganz chillig für uns. Jetzt müssen wir hier um 05 erwischen. Und dann schauen wir mal. Ich will die anderen nicht zu lange warten lassen. Ich habe zwar ein paar Kollegen gesagt, hey, bitte wart auf mich. Und für Mute braucht man ja nicht so viele Leute. Also sollte reichen, aber ich komme trotzdem gerne pünktlich immer. Oh mein Gott, Darkrai, Alter. Die Power von Darkrai. Schauen wir mal. Ausbeute bisher echt sehr, sehr mau. Und? 23. Aber nicht shiny, immer noch nicht. Krass. Schade. Aber einen Versuch haben wir noch. Und nächste Woche halt, aber heute nur noch ein Versuch.
So Leute, das war ein interessanter, anstrengender, aber gar nicht so anstrengend, wie ich erwartet hatte. Und lustiger Tag. Erfolgreich nicht wirklich. Wobei 7 Raids umsonst. Ist für manche ein Erfolg auf jeden Fall. Sind 70.000 EP plus Fang, plus Bonbons, plus Sonderbonbons, plus Tränke und sowas. Also an sich kann man nicht beschweren, aber Mewtwo-technisch würde besser gehen, auf jeden Fall. Wie gesagt, Grüße gehen raus an alle, die mir geholfen haben, alle, die mich eingeladen haben, alle, die auf mich gewartet haben, alle, die ich belästigt habe, für eine Einladung. Eigentlich sind es nur 2 Leute, aber trotzdem. Das wäre vor einem Jahr ungefähr nicht möglich gewesen. Hat sich eine Menge getan in diesem Jahr. Mehr demnächst im Jahresabschlussvideo, 30k-Abo-Special-Video und sowas. Aber, ja, wenn ich so rückblicke, was ich vor einem Jahr gemacht habe, wie ich da geradet hatte, vielleicht mache ich dazu noch ein Video. Das wäre damals nicht möglich gewesen und finde die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, sehr positiv. Gefällt mir sehr. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Muss jetzt schnell dieses Video bearbeiten und dann losgehen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.